Willkommen meine lieben Freunde, zurück zu meinem Let's Play Thea, The Awakening. Es ist bereits meine 9. Folge. Und wie das letzte Mal angekündigt, haben wir die Expedition 4 Runden hier sammeln lassen. Sie hat jetzt 48 Quarz bei sich. Und wir brechen auf, wir fahren wieder zurück nach Hause. Aber zuerst, wenn wir uns diese Gegend hier anschauen. You stumble across some ruins of an old. You search the abandoned abodes and open some old dusty cellar. As the heavy doors crack, you are swarmed. Ah, das sind 7. Na okay. Gegen 7 Viecher kämpfen wir vielleicht doch lieber so. Aber ich glaube, wir haben trotzdem keine. Das sind Fledermäuse, die sind echt nicht so stark. Und massige Ratten. Wenn wir das nehmen, dann machen wir so viel Schaden, dass die Ratte überhaupt hinüber ist, gell? Ja. Und wir können gleich noch jemanden setzen. Am besten jemanden, der gute Verteidigungswerte hat, in diese Richtung. Okay, und weiter. Ist das lächerlich. Und da können wir eigentlich sogar... Ich sag's doch, die sind eher lächerlich. Wenn ich den da reingebe, dann geht er nicht da davor, fürchte ich fast. Achso, aber ich kann sowieso nicht machen. Ich kann nur einen setzen. Interessant. Oh, ist das süß. 2 Lebenspunkte. Irina, du weißt, was zu tun ist. Was soll's. So, können wir den gleich als erste Aktion setzen? Nein, können wir nicht. Ja, okay. Ja, fortsetzen, das ist wurscht. Wir gewinnen diesen Kampf. Den hätte ich wirklich nicht so kämpfen müssen, den hätte ich locker auch so gewonnen. You search the buildings and discover a supply store still intact. 15 Quarz, na super, hätte man gar nicht so lange sammeln müssen. Wir nehmen die Sachen. Passt. Achso, vielleicht hätten wir uns die Waffen noch anschauen sollen. Ja, okay, aber das da wird man nicht. Das könnten wir eigentlich einmal schnell jagen. Auch nicht schlecht. Und dann gehen wir Richtung Heimat wieder. Und zwar gehen wir natürlich da, oh, da ist dieses Flüchtlingsding, das wir gehabt haben, an dem Fluss mit der Dämonin vorbei. Oh, super, das heißt, auf dem Heimweg können wir alles erledigen eigentlich. Ah, was habe ich jetzt gemacht? Ah, ich habe C gedrückt und C macht ein Camp automatisch. Nee, na gut. Ich wollte einfach nur centern. Und da können wir Holz sammeln. Interessiert uns Holz? Nein, wir haben 83 Tage. Ach Gott, das war dumm. Hey, Skelettis! Na gut. Gehen wir weiter.
Wir verzichten darauf, diese Skelette anzugreifen, weil um ehrlich zu sein, ich möchte möglichst schnell daheim sein, weil wir zu Hause kaum was machen können. Wir haben nämlich keine Rohstoffe mehr. Deswegen sollten wir möglichst schnell heim. Können natürlich noch ein wenig Kleidung herstellen, aber ich glaube, das war's schon. Machen noch einmal so ein Lederdings. Und dann ist aus, dann können wir nicht einmal mehr Quant machen. Und das machen wir auch nur deswegen, damit. Wie ist das mit dem Grünzeug? Haben wir noch was? Nö. So, können wir noch anderes Essen basteln. Wir haben davon nichts. Wir haben nur noch Gemüse, aber das Problem ist, mit Gemüse alleine können wir gar nichts machen. Da können wir nicht einmal mehr Essen herstellen. Ah. Na Gott sei Dank kriegen wir ein wenig Fleisch durch die Weide. Aber dadurch, dass das die Weiden so mies sind, kriegen wir nur ein Fleisch pro Runde. Das heißt, meine Produktionstypen sind ein wenig unterbeschäftigt, sagen wir es mal so. So, ihr seid schon gefahren, ja. Nächste Runde. Dann schauen wir mal daher. You find the settlement taken by an orcish clan. Oh. You see many warriors, at least one matriarch and a shaman. They are well armed and look ready to fight. Okay. Das sind 3 Totenköpfe und beim Kampf sogar 4 Totenköpfe. Versuchen wir es mal mit Diplomatie. The orc matriarch steps forward, her brow raised and her protruding fangs exposed. What do you want? We're not a charity if you're looking for help and we're not looking to trade, so best be off now. Ah, owned this land, you say? Since when? Since they came here a decade ago and said so. There was a goblin settlement here, you know, but they were just filthy greenskins, heathens to them. So they claimed this land. Well, the goblins joined our family, and so now we claim this land. Leave before you anger me more. Okay. Nun, wir wissen nichts über die Geschichte. Ja, als wenn wir einige Güter austauschen würden. Ihr meintet, ihr würdet nicht handeln, aber wieso nicht? Sozial 4, das kann ich nicht schaffen. Bin mir ziemlich sicher, so gut sind meine Leute sozial nicht. Und wenn wir das verlieren, hauen sie uns einfach raus. Das ist doof. Handeln würde ich schon ganz gern. Versuchen wir es, ist ja wurscht. Es sind nur 6 Leute. Und jeder von uns hat irgendeinen sozialen Wert. Der Mirtl ist überhaupt gut. Das behalten wir so, sagen wir mal. Es könnte zwar etwas besser sein, aber es könnte auch schlechter sein. Na okay, so stark ist das gar nicht. Wenn das die stärkste ist, und das ist wahrscheinlich die stärkste, dann sind wir eigentlich schon stärker. Können wir den Mirtl vorsetzen? Nein, erste Aktion 3. Wir können nur einen 3-stufigen vorsetzen und so einen haben wir nicht. Das ist ärgerlich. Na gut, das heißt, es muss jemand den Schaden von ihr annehmen. Und zwar besten jemand, der ihn auch nehmen kann. Also nehme ich gleich den Mantel. Der hält das aus. Der hält auch 2-mal den Schaden aus. Und gleich drauf setzen wir noch jemanden.
kann sie auch killen mit seinen 12 Punkten. Gleich drauf setzen wir jemanden wie die KT, die zwar nicht viel aushält, aber zumindest was austeilen kann. Und können wir dann noch unterstützen. Mit 6 Punkten können wir jetzt 12 Punkte geben, dann könnte sie die Ork-Kämpferin auch. Achso, das ist ein Ork-Kämpfer, das ist ja gar nicht die Matriarchin. Meine Güte, ich bin so dumm. Die Matriarchin kommt erst. Da ist sie. Okay, die ist stärker. Aber die macht auch nicht so viel Schaden. So, warte mal, wir unterstützen sie mal, dann macht sie 12 Punkte Schaden. Das bringt die Ork-Hexe zwar nicht um, aber gemeinsam mit dem Myrtle müsste die in der zweiten Runde hinüber sein. Zumindest wenn wir die Ork-Kämpferin in der ersten Runde angreifen. Und wenn beide die Hexe angreifen, dann ist es jetzt nicht ganz so. Die Karte wird nicht öfter als einmal angreifen. Weil wenn die Ork-Hexe in ihre... Achso, nein, doch nicht. Stimmt nicht. Haha. Die macht nur 4 Schaden. Eigentlich gar nicht so viel. Naja, schützen kann man nur mit 1. Das heißt, das ist ein bisschen lächerlich. Das heißt, wir nehmen jemanden, der recht viel aushält. Sie macht zwar nicht viel Schaden, aber sie hält was aus. Ja, der Ork-Kämpfer ist uns egal. Ah, nein, der ist uns nicht egal. Puh, 11 Schaden. So, das heißt, wir werden die Antena so unterstützen, dass sie den Ork-Kämpfer erledigen kann mit einem Schlag. Da haben wir unterstützen 2, dann hat sie auch 6. Das ist nicht schlecht. So, jetzt haben wir noch die 2, Leila und Matidusha. Den Matidusha rein. Die sind eigentlich beide gleich mit, was Reden betrifft. So, ich überlege gerade, unterstützen 4 und unterstützen 2. Gegentaktik können wir vergessen. Erste Aktion können wir vergessen. Schützen können wir auch vergessen, weil die haben alle nur 3. Und mit einem Punkt mehr haben sie 4. Dann werden sie trotzdem von jedem dieser Ork-Kämpfe in einem Schlag erledigt. Das heißt, wir werden der Layla zusätzliche Schlagkraft geben, weil die Matidusha, wenn der Ork-Kämpfer den Schlag überlebt, weil die Andela in die andere Richtung angreift, dann unterstützen wir die Layla. Quasi Matidusha als Schutzschild verwenden. Aber ich glaube, wir haben eine Chance, das zu gewinnen, tatsächlich. Vor allem meine Taktiker sind nicht schlecht, die sind jetzt in der Runde, selbst wenn wir die erste Kampfrunde nicht in der ersten Kampfrunde, also in der ersten zwei Kampfrunden nicht gewinnen, haben wir noch immer gute Chancen. Ja, okay. Immerhin greift sie kein zweites Mal an. Ja, ich hab's befürchtet. Okay, noch nicht schlecht. Das ist gut, wir gewinnen das. Ganz locker sogar. Aber nicht in der ersten Runde. Aber das ist egal. Das ist wirklich egal, weil jetzt haben sie, glaube ich, nur noch einen Typen. Und das bedeutet... Was? Sie hat noch eine zweite Ort-Matriarchin? Ach Gott. Naja, wurscht eigentlich. Die macht 8 Schaden. Den Mittel, der halt die 8 Schaden eh aus. Und hinter Myrtle kommen diese ganzen anderen Typen. Sally, Irina,
Mal die Shower, mal die Dusche. Die müssten eigentlich genügend Schaden machen, um die Matriarchin zu killen, also zu killen, niederzureden. Also das war die Hexe, war das. Oh, fine. Truth be told, I did feel bad about some of the casualties from that fight. A few little ones got hurt, and I detest such barbarity. She grunts towards one of her men, and he scuttles off. She goes on. The lumber mill and quarry are actually depleted, and this place is not very defensible, obviously. So we loaded as much as we can, and we're off. Have what we left for yourselves. Maybe give it to those people if you see them. Okay. Whoa. Das ist gar nicht schlecht. Altholz. Daraus kann man sicher einen Speer machen, einen hübschen. Dryadenholz ist auch gut. Das ist noch besser als das Elfenholz. Das sind zwei sehr gute Holzarten, glaube ich mal. Und wir haben was gekriegt? Segen der Redegewandtheit für 20 Runden plus 5. In Ordnung, danke. Ja klar, jetzt werden wir sie angreifen. Wir sind ja wohl nicht des Wahnsinns. 5 XP und ein Forschungspunkt. Ausgezeichnet. Haben wir genug Essen, bis wir daheim sind? Ja, haben wir. Das heißt, wir können da einfach weitergehen, ohne Essen zu sammeln. Ja, der eine Forschungspunkt, den warten wir noch. Wir wollen 2 Forschungspunkte ausgeben das nächste Mal. Ja, kann man nichts machen. Ihr müsst halt jetzt darben ein wenig noch warten. Aber wenn wir dann wieder zurück sind, da gibt es ganz tolle Dinge dann für euch. Gleich sind wir zurück. Fear is not an easy place to grow up in. But alas, grow up we must. One of your children has matured into it. Becoming an adult is an important rite of passage. The whole village celebrates this joyous occasion. Vielleicht werden wir dann eine zweite Gruppe ausrüsten. Nachdem wir zurück sind. Das wird ein bisschen länger dauern. Das werde ich vielleicht in der Spielpause machen, dieses Umschichten. Ja, okay, eigentlich ist mir das egal, diese Truppen da. Die sind so weit weg vom Dorf, die werden uns schon nicht angreifen im Dorf. So, na dann. Zur Hexe. Also zur Dryade. As you approach the place shown by the dwarf, you see a girl sitting on a large rock, frantically looking out into the distance. The Rosalka smiles at you, and for a moment, all you feel like doing is staring at her. Then you remember your purpose. Ich habe die Kinder gefunden, doch werde ich sie euch nicht überlassen, Dämon. You fools! They would have been immortal, young and beautiful forever. But now what? You or the orcs will raise them in your filth. Ja, ich mag meinen Filth. Was auch immer, Dämon. Ihr bekommt sie nicht. The Rosalka looks at you with anger. Her eyes begin to turn red and her skin whiter. But then she spots the red string and shrieks back. Damn that orcish bitch! She gave you the ribbons, did she? Ah, what will I do now? My sisters will kill me for this failure. But if I attack, you'll kill me. Damn, damn. She no longer seems to notice you as she talks to herself. Herzo, ich werde euch am Leben lassen, wenn ihr einwilligt, mit dem Zwerg auszugehen. In Ordnung? The Rosalka looks at you stunned, and for a few seconds you see no comprehension on her face. And then she finally nods and speaks. Her voice is sweet and innocent once more. The dwarf, yes, of course. You give him the red ribbons and tell him to burn it in his furnace, and that on the next day I will come. I swear this by my soul. Here, have a lock of my hair to seal the bargain. You feel a strong conviction in her voice, but who knows? Na gut, abgemacht. Ja, das war doch mal eine interessante Art und Weise, damit umzugehen. As you travel along the plains, you feel the air growing colder. Frost appears on plants, and you can see your breath. You see a small group of hooded travelers approaching. The group comes closer and stops. One of the hooded figures steps up, but you see a young girl standing proudly behind him. You hear her speak. Who are these peasants? Why do they stand in my way? Make them disappear now! The girl turns and walks off a few meters, as if waiting her command to be carried out. The hooded man lets out a long sigh and speaks to you.
Her Majesty, Princess Susanna, wishes you to clear the way. He then whispers, better just go before she takes any real notice of you. Prinzessin, wovon genau? Seid ihr verrückt? Es gibt seit einem Jahrhundert kein Königreich mehr in diesem Landen. The hooded man winces, or at least it feels as if he did. But clearly the girl was not listening to you, so he continues speaking in a low voice. Listen, you seem like good folks. You remind me of times before the darkness and before our fate. But you must understand, she is mad. Always has been, infernal child. Doomed for eternity for her pride and cruelty. Ah. Okay. Das ist keine richtige Person, sondern eine verdammte Person. Irgendwas hat sich gemacht, offensichtlich. Vor der Finsternis, wie alt seid ihr denn? Und wie habt ihr hier draußen überlebt? Ja, sie ist immer noch ein kleines Mädchen und kommandiert uns trotzdem nicht herum. Ihr solltet euch also besser auf den Weg machen. Okay. Her Royal Highness Susanna really was a princess and an only precious child to our royals. As such, she okay. was spoiled rotten. But worse yet, people say she's been a changeling from the start. Learned men and wizards from all over came to test the child, and they all felt that her little heart was naught but an icy hole. But our royal couple refused to listen, believed that true love will cure her and make her human in the end. Okay. For a time, it seemed like it was true. But then, Susanna grew older, and with every passing year, her cute tantrums became more cruel and intentional. She had servants whipped for looking at her wrong, page boys locked in birdhouses so they could grow wings for her amusement. You okay. get the picture. Oh, also eine richtig freundliche Person. Ja, ein reiches, verzogenes Paar mit schrecklichen Eltern. Ja, das klingt übel. Königliche Kinder können aber leicht verzogen werden. Ja, ein verzogenes königliches Balg auf Abwägen. Was für eine Überraschung. Bitte erzählt mir nur die Höhepunkte dieser Geschichte. Ja, sie ist immer noch ein kleiner... Ja, okay. Wir nehmen das Zeit, das klingt am freundlichsten. She was a brat and her parents allowed it, because they thought they must give her only love, no discipline. In truth, perhaps this was the tragedy of the prophecies. The royals were so scared of their changeling child, and they made her the way she was. Okay. Wie seid ihr schließlich dazu gekommen, hunderte von Jahren mit ihr zu leben? As I said, as a child, Susanna was spoilt and unruly. And as she grew, this turned to cruelty okay, beyond mere folly. It was when she tortured and killed her nanny for failing to braid her hair right. All knew the child was evil. Yet her parents wanted to prove their love could conquer all. They ordered princes to come from all around, in hopes of their daughter finding true love. All she found were more victims. She played with two brothers, both smitten with her beauty. She asked them to bring her a fabled set of royal pearls residing in a mythical okay. icy tower. When they failed, she drowned one of them. The other brother, a skilled wizard, thus cursed the princess, never to find peace or forgiveness for her cruelty. Oh. She had changed him into a black swan, then killed and served him for supper. On the dinner table, the swan spoke. Your kingdom will crumble, your power diminish, your heart remain ice forever. And you will seek your cursed pearls for eternity and never find them. All who sat at the table with the princess, her royal guards sworn never to leave her side, were cursed that night and turned to unliving wraiths. Oh, schön. Deswegen schaut er so aus, wie er ausschaut. Verdammt. Und der König und die Königin unternahmen trotzdem nichts? The royal couple had a miracle child that year, and the princess, now cursed, could no longer be heir to the throne. She was banished, and so were we. But the little wretch grew even madder than before. Her desire for the blasted royal pearls and the icy tower became an absolute obsession. She started saying great power awaits her in the tower, and that she will rule a kingdom once more. Bound to her for eternity, we have served her thusly. Seeking the tower and its treasure to no avail. Nun, das ist übel für euch, das muss ich zugeben. Gute Geschichte, na und? Das ist gut. Ja, das ist langweilig. Und da ihr sagtet, dass ihr nun Geister seid, solltet ihr sterben. Angriff. Also der Typ tut mir leid, aber seine Prinzessin nicht wirklich.
Das ist eine schwierige, beinahe schon, na gut, fangen wir mal weiter. The guard was about to answer, but Susanna cut him off. I am bored now. I have graciously indulged your wagging tongue, servant, as it amuses me to allow you to think yourself knowledgeable, but my patience is growing thin. Luck has it that I am in need of peasants, and since you are stubborn enough to deny my right of passage, perhaps you will be of use. Okay. Ach. Bitte sagt uns doch, was wir für euch tun können, Prinzessin. Ja, nee, nicht so scharf drauf. Einen Gefallen zu tun. Das bringt sicherlich Geld und Reichtum. I detect a note of defiance in your voice. And I detest defiant peasants. Okay, vielleicht greife ich sie doch noch an. And frowns. You will do as I ask, foolish simpletons. I am offering you wealth and power. Was? Mit eurem erfundenen Turm und dem Perl? Think what you will, but since my birth I have heard the calling of the tower and I am finally close. Mere days away from my tower, but I may need the assistance of mortals to achieve my task. Do what you will. Here is a map. Come join me in the icy tower and gain wealth beyond measure. Or don't and stay peasants. It matters not to me. We are going now. Okay. She gestures to her guards and they start moving away. Wir müssen nicht freiwillig gehen, wir können einfach hingehen, wenn wir wollen. Ist auch okay. Eisprinzessin. Wo ist das? Ah, noch einmal dort hinten. Müssen wir nur dort hinten hin? Das ist ja wohl elend. Na okay, nein, wir bleiben da stehen. Was ist denn das? Ist das was zu essen? Nö. Holz. Und das heißt, wir werden... Na, das sind die Pilze, oder? Sind die... Achso, das ist Holz und Pilze sind in dem Feld, deshalb... Ja, dann bleiben wir da stehen und sammeln noch eine Runde lang Pilze. Weil wir können da eh nicht weiter, weil das kostet uns zu viele Bewegungspunkte und in die andere Richtung bringt überhaupt nichts, dass wir gehen. 175, das heißt zwei Pilze kriegen wir, passt. Und nächste Runde. Hey, wir sind wieder gestiegen, wir sind so super. Die sind attraktiv, der Mirtl ist attraktiver geworden. Puh, das ist ja lustig. Und die anderen sind alle stärker geworden. Wir können also viel schwereres Zeug mit unserem Zahn. Das ist gut. So, was haben wir da? Stärke. Ah, warte mal, wir haben ja da noch... Genau, wir haben ja die neue Kriegerin. Meine Güte, bin ich dumm. Das sind die. Kriegerin. Na, das ist... Gut, gehen wir einfach weiter mit denen. Dann sind wir gleich zu Hause. Hurra. Aber zu Hause, apropos zu Hause. Wir sollten unsere neue Kriegerin... Wir haben ja eine neue Kriegerin gekriegt, oder? Oder auch nicht. Haben wir nicht vorhin ein Kind ausgebildet zum Krieger? Warte mal, war das eines von den Kindern, das wir da dabei hatten? Tatsache. Nein. Tatsache, da ist sie. Na sowas. Eines von den Kindern, das wir mit hatten. Was haben wir denn da für Waffen noch? Eigentlich nicht mehr allzu viel. Einen Dorn. Hm. Haben wir noch Rüstungen? Ja,
Lederhemd, naja gut. Oh, Reptilienweste. 4 und eine Geschicklichkeit, 2 und eine Intelligenz. Na dann machen wir das doch so. Und wir haben nur eine Waffe. Ich bin froh, dass ich die nicht abgebaut habe. Und hat sie immerhin noch eine Speer. Soll sein. Ja, das kann ich auch nehmen, ist ja wurscht. Das bringt zwar jetzt nichts, aber dann ist es wenigstens in ihrer Hand und nicht irgendwie im Wagen. Okay. Das heißt, auch wenn man Kinder mitzahlt auf der Reise, werden sie erwachsen langsam. So, endlich, wir sind zu Hause. Herrschaften. Ich glaube, ich überlege gerade, wie wir das am besten machen. Altholz. Mehr Eisen. Mehr Ton. Mehr Quarz. Boah, bist du irre. Da kann man das Gebäude bauen bis zum Umfallen. So, nämlich Ton so viel. Alte Knochen. Neues Fleisch. Pilze. Dings. Seide haben wir 27. Bist du irre. Bänder behalten wir uns natürlich, weil die müssen wir ja dem Dings, dem Zwerg bringen. Das Schild lassen wir auch da. Noch ein Schild, das wir da lassen. Und das Hemd zerlegen wir gleich. Das ist definitiv nichts, was jemand anziehen möchte. Gut, und ich glaube, den Ding lassen wir auch da. Nehmen wir mal an, dass das ganz praktisch ist. Gut, jetzt haben wir mal das Zeug ausgebaut. Außerdem schauen wir mal, wir haben da ja ein paar Waffen gemacht, die sicher nicht schlecht sind. Haben wir 11 und 1, 5, 5, 3, na gut, 3 Schaden ist jetzt ein bisschen, das ist auch eine Vorgabe. Den werden wir auch austauschen. Aber den 11 und 1er können wir weggeben. Hm, es läutet. Wer das wohl sein mag. Na gut, Herrschaften, an dieser Stelle höre ich auf für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich baue noch ein bisschen was um und bis dann.